Frau Heiduck, hat der deutsche Staat mehr ein Einnahme- oder ein Ausgabeproblem? Wir haben ja im Jahr 2014 und mit Blick auf das nächste Jahr die Situation, dass es so aussieht, als wenn unser Haushalt ausgeglichen ist. Da kann man ja den Eindruck bekommen, Einnahmen und Ausgaben stehen im Einklang, was soll's? Ich würde sagen, ein Hauptproblem haben wir auf der Ausgabenseite, was die Qualität angeht. Wir haben zu wenig Investitionen, das muss deutlich gesteigert werden. Und wenn man mal 15 Jahre vorausschaut, dann glaube ich auch, dass moderate Einnahmesteigerungen ebenso angezeigt sind. Nun haben ja die Grünen bei der letzten Bundestagswahl mit Steuererhöhungen schlechte Erfahrungen gemacht. Halten Sie sie trotzdem noch für sinnvoll und wenn ja, welche Steuern sollten erhöht werden? Steuererhöhungen sind natürlich immer unpopulär. Da muss man schon gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut begründen, warum man das ein oder andere machen will. Ich glaube, es ist richtig, bei den Steuervergünstigungen anzusetzen, falsche Subventionen abzubauen, wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg. Aber ich denke, man kann auch in dem einen oder anderen Bereich Steuererhöhungen moderat vornehmen. Wir werden ein Urteil bei der Erbschaftssteuer bekommen. Damit rechne ich, dass die so nicht verfassungsgemäß ist. Und da wird man schon auch gerechter besteuern müssen, dass man alle Ausnahmen, die es im Moment bei Betrieben gibt, aufrechterhalten kann, glaube ich nicht. Vielleicht, und nee, nicht nur vielleicht, ich glaube, man kann auch etwas tun beim Spitzensteuersatz in der Spitze. Welche Maßnahmen neben einer Steuererhöhung halten Sie denn für sinnvoll, um dem Ziel einer nachhaltigen Finanzpolitik gerecht zu werden? Lassen Sie zum Beispiel auch die Staatsausgaben effizienter gestalten. Man muss auch kritisch bei einer guten Haushalts- und Finanzpolitik auf die Aufgabenseite schauen, das ist richtig. Ich glaube, wir brauchen ein besseres Controlling. Und zwar so, dass nicht immer nur das zuständige Fachministerium die eigenen Programme anguckt, sondern das Ressort übergreifend gestaltet wird. Wir schlagen zum Beispiel sogenannte Spending Reviews vor, wo man mal bei Fördermaßnahmen einfach nochmal gedanklich bei Null anfängt. Wie würden wir das eigentlich aufbauen, wenn wir das jetzt ganz neu machten? Damit haben andere OECD-Länder sehr gute Erfahrungen gemacht. Eines der zentralen Themen der deutschen Finanzpolitik wird in den kommenden Monaten sicherlich die föderale Finanzordnung sein. Können Sie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit Prioritäten benennen, nach denen die föderale Struktur künftig sinnvollerweise geordnet sein soll? Ich glaube, man muss bei der Föderalismus-Diskussion, die wir jetzt vor uns haben, mal ein bisschen langfristig in die Zukunft schauen. Wie wird sich Deutschland verändern? Wir werden mit Sicherheit geprägt sein von einem ganz schön starken sozialräumlichen Wandel. Das bedeutet, dass manche Regionen erheblich an Menschen verlieren werden und manche Regionen gewinnen werden. Das hat dann auch was damit zu tun, wie groß die jeweilige Finanz- und Wirtschaftskraft in dieser Region ist. Und da müssen wir, glaube ich, ganz neu über Ausgleiche zwischen schwächeren Regionen und stärkeren Regionen sprechen. Und ganz grundsätzlich, finde ich, müssten wir mal die Frage diskutieren mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was wollen wir eigentlich für einen Föderalismus? Wollen wir, dass die Länder richtig Gestaltungsunterschiede haben? Dann hätte das Auswirkungen auf mehr Eigenständigkeit der Länder. Oder ist es eher gewünscht, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Mittelpunkt stehen, dass wir gleiche Standards haben wollen? Dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen überlegen, ob die Länder hinentwickelt werden sollen zu einer effizienten mittleren Verwaltungsebene. Da ließen sich dann auch Kosten sparen. Ich glaube, eine solche Entscheidung, was wollen wir grundsätzlich mit dem Föderalismus, gerade auch vor dem Hintergrund des großen europäischen Trends, ist überfällig. Eine nachhaltige Finanzpolitik, wie sie die Finanzpolitische Kommission fordert, verringert den Spielraum sozialpolitischer Verteilung. Bedeutet das für die Grünen nicht einen ziemlichen Zielkonflikt? Soziale Fragen sind wichtig. Die müssen in der Politik auch gut berücksichtigt werden. Und die sozialen Themen stehen auch für die Grünen immer mit im Fokus. Wenn wir es jetzt mal auf die Finanzpolitik beziehen, ist es, glaube ich, besonders wichtig und treffend, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie gestalten wir eigentlich die Sozialpolitik ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass eine generationengerechte Politik eigentlich heute Vorsorge treffen muss, damit eine gute Sozialpolitik, eine faire Altersversorgung zum Beispiel auch noch im Jahr 2030 möglich ist. Zur Bewältigung der Euro-Krise forderten die Grünen ein Mehr an Integration, zum Beispiel durch eine Vergemeinschaftung der Schulden.
Steht für Sie diese Forderung immer noch auf der Tagesordnung? Ich glaube, die Diskussion um die Vergemeinschaftung von Schulden oder das Erreichen niedrigerer Zinssätze für verschiedene europäische Länder ist im Moment nicht so im Fokus. Das ist ein bisschen wieder aus dem Fokus geraten, weil die Zinsen niedrig sind, das Geld sogenannt billig ist. Ich glaube, im Fokus sollten mehr Strukturreformen in den jeweiligen Ländern stehen und natürlich auch Unterstützung durch die europäische Ebene, durch den europäischen Haushalt oder die Europäische Investitionsbank. Ist denn die Politik des billigen Geldes, die Sie gerade schon angesprochen haben, der EZB in Ihren Augen zielführend? Oder welche staatlichen Maßnahmen müssten Sie sinnvollerweise ergänzen? Ja, die Wirkung der Politik des billigen Geldes verpufft ja zusehends. Man kann vielleicht auch sagen, diese Maßnahme, die ist irgendwie an ihr Ende gekommen. Trotzdem haben wir es noch immer zu tun mit doch einer besorgniserregenden wirtschaftlichen Schwäche in vielen europäischen Ländern, auch einer sehr, sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, wir müssen schon noch weiterarbeiten. Wie kann man durch, wie gesagt, strukturelle Reformen am dortigen Arbeitsmarkt in bestimmten Regionen, aber dann auch Investitionen anregen, um die wirtschaftliche Dynamik wieder zu beleben? Das wird ein Balanceakt und das wird ein langer Weg. Zum Abschluss mal genereller gefragt, sollte die Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik für die Grünen den gleichen politischen Stellenwert haben wie in der Umweltpolitik? Die Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik ist, glaube ich, eine ganz wichtige Perspektive. Sie wird viel zu wenig eingenommen, aber wir Grüne haben bei unserem Gerechtigkeitsbegriff ganz stark auch immer die zukünftigen Generationen im Blick. Und deswegen ist es ganz naheliegend und es ist eigentlich auch bei uns tief verwurzelt, dass wir langfristig Politik machen, sowohl für den Erdball wie fürs Klima. So dann bitte auch bei den Finanzen, denn wir haben die Erde ja nur von unseren Kindern geborgt. Frau Heiduck, ich danke Ihnen für das Gespräch.